Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Rebuild Challenge in NBA 2K24. Von euch sehr oft angefragt. Natürlich die Orlando Magic mit Paolo Banchero, Franz Wagner, Moritz Wagner. Wirklich ein geiles Team. Jalen Suggs, Cole Anthony, Markel Fultz, Gary Harris, Pete Tarzan, Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr. Ich hab's noch nie probiert. Eigentlich das Fundament von diesem Team ist schon sehr, sehr geil. Hängt aber wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie entwickeln sich Paolo Banchero und Franz Wagner. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Ich habe Bock, weil die Orlando Magic ja natürlich in der Saison auch echt viel Spaß machen. Und ich hoffe, ich kann das Team irgendwie so umstrukturieren, dass wir am Ende den Titel gewinnen. Ist, glaube ich, schon eine schwierige Aufgabe. Ich bin auch im Überlegen, ob ich im ersten Jahr vielleicht nochmal ein bisschen auf Tanking gehen soll. Weil dann hätte ich natürlich die Möglichkeit, da vielleicht auch nochmal so eine Schwachstelle zu füllen. Zum Beispiel die Point Guard Position, die immer noch nicht perfekt besetzt ist. Oder die Shooting Guard Position. Möglich ist es schon mit diesem Team. Markel Fultz, Gary Harris, Franz Wagner, Paolo Banchero. Wendell Carter Jr. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mal ein bisschen ausmisten. Vor allen Dingen die Spieler, die einen auslaufenden Vertrag haben. Markel Fultz. Da haben wir die Bird Rights. Gary Harris läuft. Also der muss auf jeden Fall weg. Gut, schauen wir erstmal. Gary Harris. Was kriegen wir dafür? Hoffentlich irgendwie einen First-Round-Pick oder so. Terry Rozier, Josh Hart, Hachimura, Dorian Finney-Smith, Caldwell-Pope, McConnell, Larry Nance. Das sieht nicht nach einem First-Round-Pick aus. Überhaupt nicht. Andrew Wiggins, nur noch eine 76. Das ist auch ein bitterböses Downgrade. Oh, mit wem könnte ich ihn denn noch kombinieren? Cole Anthony, geiler Typ. Vielleicht reicht das. Malik Monk, Quickley, Mitchell Robinson. Das wäre schon, da müsste ich dann in einen First-Round-Pick mit reinballern, einen Swap. Mitchell Robinson würde ich noch mit dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das so das ist, was ich mir vorstelle. Auch nicht so geil. Aber wahrscheinlich besser als alles andere, was ich jetzt bekommen würde. Deswegen mache ich das mal. Denn ich glaube, das ist sogar ein Trade, der uns in der Breite besser macht. Quickley als Starting 5, Point Guard. Ja, das ist jetzt natürlich nicht optimal. Mitchell Robinson, Markel Fultz, Moritz Wagner, Jonathan Isaac, Anthony Black. Als Talent, der wird sich hier in 2K aber wohl kaum so entwickeln, dass er eine große Rolle bei uns spielt. Wendell Carter Jr. hat auch nur eine 79. Das ist ja auch schon ziemlich dürftig. Jonathan Isaac hat auch noch diesen fetten Vertrag. 8 Badges, das ist wirklich gar nichts. Brook Lopez, Caris LeVert, Mark Williams. Da müsste ich aber Markel Fultz mit integrieren. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal die erste Saison einfach mal durchsimulieren. Beziehungsweise ich schaue mal bis zur Trade-Deadline, wie es läuft mit diesem Team. Okay, wir gewinnen. Ich habe gerade gedacht, so die ersten Spiele, wir gewinnen alles, aber jetzt verlieren wir dann doch gleich ein paar Spiele am Stück. Obwohl ich jetzt schon die Rotation auf 10, 11 Spieler ausgeweitet habe und die Banknutzung sehr, sehr hoch, gewinnen wir trotzdem zu viele Spiele. Ich komme nicht in diesen Tanking-Mode. Ich kann natürlich auch dann versuchen zu traden. Mit den Picks, die ich selber habe. Welche Picks habe ich? Ja, okay, ich habe schon ordentlich. Naja, aber so ordentlich ist es jetzt auch wieder nicht. K
Kann ich vielleicht doch noch? Ich muss. Mitchell Robinson, Wendell Carter Jr. Vielleicht kriege ich dann einen First-Round-Pick. Vielleicht bekomme ich für Anthony Black einen First-Round-Pick. Hier, First-Round-Pick von den Grizzlies. Tut weh, ich weiß. Machen wir. Egal. Wo ist er? Black. Wird keine Rolle spielen, hat jetzt schon 0 Badges. Boah, was gibt es denn da für krasse Angebote? Aber kein First-Round-Pick mit dabei. Allerdings Jalen Duren. Den ich sehr spannend finde. Mach ich. Okay, weiter geht's. Joe Ingles. Verdient 11 Millionen. Wenn da vielleicht jemand bereit wäre. Nee, in Kombination mit Monte Morris. Da würde ich noch Norman Powell bekommen, die man wieder wahrscheinlich gut weiter traden könnte. Obi Toppin. Da muss ich aber im First-Round-Pick investieren. Das möchte ich nicht. Oh, First-Round-Pick von den Warriors. Wenn ich den Vertrag von Wiggins aufnehme. Ja, okay, komm. Schlechter bin ich jetzt nicht gerade geworden, aber ich habe jetzt zumindest wieder 2 First-Round-Picks. Ja, vor allen Dingen Jalen Duren könnte, glaube ich, bei uns echt eine gute Rolle spielen. Und ich glaube, ich ziehe es jetzt einfach durch, weil ich werde es nicht schaffen. Also das Team ist einfach zu gut. Und ich werde dann einfach schauen, dass ich vor dem Draft, dass ich mich um den First-Round-Pick bemühe. Ich denke, Isaiah Collier ist unser Target im kommenden Draft. Weil Ron Holland spielt zu sehr die Position von Franz Wagner und von Paolo Banchero. Okay, 45-34. Wir sind in der Conference auf Platz 4. Jokic ist der MVP. Wemby, Rookie of the Year. Russ, Sixth Man of the Year. Giannis, Depoy. Christian Brown, MIP. Giannis, Clutch Player of the Year. Und Joe Mazzulla ist der Coach of the Year. Dann schauen wir doch mal, wie weit wir mit diesem wilden Team kommen. Wir müssen ran gegen die Sixers. Da dürften wir eigentlich gar keine Chance haben. Und wir fliegen ganz, ganz knapp raus. Die Celtics gegen die Cavs und auf der anderen Seite die Clippers gegen die Warriors. Kawhi Leonard ist der Western Conference Finals MVP. Evan Mobley ist hier der Eastern Conference Finals. Ich sag, die Clippers machen es. Nein, die Cavs. Okay, und Evan Mobley wird Finals MVP. Gut, für uns noch total irrelevant. Erstes Jahr, das war klar, dass wir da nichts reißen werden. Hier sind wir gar nicht dabei. Wo ist unser Pick? An der 23. Wow. Ja, gut. Nicht optimal. Wir gehen rein in den Draft und die Indiana Pacers haben den ersten Pick. Und den wollen wir uns jetzt quasi mopsen. Pacers, wo seid ihr? Da sind sie. Wir geben natürlich unseren Pick ab. Den hier. Dann, oh mein Gott, habe ich natürlich lauter so Bullshit-Picks, die kein Mensch möchte. Ich probiere es erstmal mit diesen ganzen Second-Round-Picks, auch wenn das... Oh, okay, sie wollen Franz Wagner. Nee. Nee, ihr Süßen, das könnt ihr nicken. Habe ich irgendwie einen jungen Spieler, den ich hier... Ich kann euch so Brandon Clark oder so kann ich euch anbieten. Nee, okay, aber das würde auf jeden Fall funktionieren. Dann könnte ich mir wieder einen First-Round-Pick sparen. Den Pick der Warriors? Nee. Kann ich noch einen Spieler integrieren? Chad Howard? Ja, die sind nicht doof. Ja.
danach ist schon Feierabend, weil von den ganzen Jungs möchte ich eigentlich niemanden abgeben. Ja, wenn ich jetzt halt wahrscheinlich noch einen First-Round-Pick mit integriert, dann wird es höchstwahrscheinlich klappen. Von den Grizzlies. Ja, egal. Ich glaube, das ist es wert, weil die Point-Guard-Position ist einfach so unglaublich wichtig. Alexander Sarr, Isaiah Collier. Ja. Here we go. Das ist unser Pick. Das ist unser Pick. Dann schaue ich noch, ob ich eventuell, keine Ahnung, hier so ein paar Swaps und so. Gibt es gar kein Angebot. Ja, dann vielleicht nur der Pick alleine. Ist eigentlich auch total egal, mit wem ich das tausche. Hauptsache, der Pick ist weg. Und dann sind wir hier fertig mit unserem Draft. Und haben den nächsten wichtigen Spieler. Jupp. 8 Badgers hat er schon. Bekommt sein Rookie-Contract. Paolo Banchero und Jalen Durant ziehen wir natürlich unsere Team-Option. Qualifying Offer, Okeke und Quickley. Ja, nein. Quickley, ja, auf jeden Fall. Markelle Fultz möchte ich gerne behalten. Den gebe ich gleich direkt einen Vertrag. Und dann schaue ich mir erstmal an, ob jemand bei Quickley mitgeht. Es ist ein geiler Spieler. Aber er erwartet 37 Millionen. Das ist so jenseits von Gut und Böse. Die werde ich ihm jetzt auch nicht geben, weil dadurch baller ich mir meinen Capspace total voll. Also entweder macht jetzt jemand ein Angebot und er will dann das annehmen, oder wir nehmen ihn mit per Qualifying Offer. Jetzt habe ich natürlich gar nicht großartig geschaut, ob ich vielleicht irgendwelche anderen Spieler hier mitnehmen kann. Schmeiße ich mir einen Gary Harris noch mit ins Boot. Und er hat das Qualifying Offer nicht angenommen. Quickley geht einfach eiskalt in die Free Agency und sagt, yo, mir egal. Der Typ ist doch rotzfrech. Ja, jetzt habe ich natürlich einen wertvollen Spieler verloren. Das tut weh. Aber das ist egal. Also, weil das einfach keinen Sinn ergibt, so einem Spieler einen 37 Millionen US-Dollar Vertrag zu geben pro Jahr. Da muss ich jetzt halt einfach gleich schauen, wie ich das anderweitig geregelt bekomme. Nutzer erstellter Draft-Jahrgang. Und ich habe ja auch immer noch mal Markelle Fultz, dürfen wir nicht vergessen. So, gehen wir rein. Ja, manchmal muss man auch Prioritäten setzen, ja? Wenn jemand hier so gierig ist. Free Agents. Oder hat der jetzt woanders unterschrieben oder was? Ich check's gar nicht mehr. Weil hier ist er jetzt auch nicht mit dabei. Oh, ich hab genügend Kohle frei, um hier mir noch den ein oder anderen zu holen. Zum Beispiel ein OG Anunoby. Den glaube ich, den gönne ich mir aber schon ganz kurz rein. Yo, willkommen! Seht ihr, es hat alles immer einen Grund. Markelle Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero, Jalen Duren, Mitchell Robinson, OG Anunoby, Moritz Wagner, Collier, Jonathan Isaac. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne mit Mo den Titel gewinnen. Ich glaube aber irgendwann, ja, wird das schwierig. Banknutzung jung, alt. Nee, er muss Minuten gehen, ohne Ende. Der muss so schnell wie möglich hoch auf eine 90. So schnell, wirklich so schnell wie möglich. Banknutzung mache ich immer ein bisschen niedriger. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie es läuft. Also auch wieder komplett ohne Druck, weil unser Team ist noch nicht stark genug, dass man da irgendwie vom Titel reden könnte. Wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt noch den nächsten Step. Von jedem eigentlich. Von jedem.
Und ich muss vor der Trade-Deadline eigentlich auch überlegen, ob ich irgendwie OG Anunoby weiter trade. Jalen Brunson, nein. Nee, ich versuche was. Ich sehe, was ihr hier versucht. Okay, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir rasieren gerade durch die Liga. Wir stehen bei 34-10. Was passiert hier? Vor allen Dingen, wir besiegen hier die Bucks, die Heat, die Warriors, die Kings, die Celtics, die Clippers. Hey, mein Team ist noch total unausgereift und trash. Haben wir die beste Offense der Liga oder was? Nee, die drittbeste Offense und die drittbeste Defense. Okay. Jetzt ist ja eigentlich schon fast... Oh, schade, dass ich... Ja, OG Anunoby hat halt nur das Jahr-Vertrag. Das bringt alles nichts. Also wenn ich jetzt in der Saison... Oh mein Gott, ich habe noch den Vertrag von Wiggins hier mit dabei. Boah, den muss ich ja sofort loswerden. Cameron Johnson, Klay Thompson, Chris Paul. Bei Chris Paul hätte ich alle... Wisst ihr, warum ich das mache? Wo ist er? Training. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, ich bin total bescheuert. Nee, bin ich nicht. Und zwar, genau wegen dem Mentorenprogramm. Die beiden sind so weit auseinander. Wenn ich Chris Paul alleine nur diese eine Saison mitnehme, lohnt sich das schon. Natürlich muss ich die ganzen Gold Badges auswählen, weil die sich jetzt natürlich nach oben pushen. Weil Wiggins brauche ich ja wirklich gar nicht. Millimeter genau. Unpflückbar, ganz wichtig. Und dann noch vielleicht Triple Strike. Naja, wenn ich jetzt... Dann wirft das mir zwar wieder durcheinander, aber ich nehme hier wieder Moritz Wagner die Minuten weg. Da muss ich jetzt gerade eben leider total alles über den Haufen werfen, aber das ist egal. Markelle Fultz bekommt jetzt hier gerade mal keine Minuten. Wobei die 14 Minuten muss ich dann noch verteilen. Und ich muss einfach die Spieler, die jetzt einen auslaufenden Vertrag haben, muss ich auch weiter traden. Und Gary Harris, da bekomme ich noch einen First-Round-Pick von den Phoenix Suns. Und diese First-Round-Picks, die können später vielleicht unglaublich wertvoll sein. Und ja, auch wenn es geil ist, OG Anunoby jetzt kurzzeitig mit dabei zu haben, aber auch er wird mir wahrscheinlich einen First-Round-Pick und Kevin Huerter würde er mir sogar geben. Spencer Dinwiddie. Wir schauen mal. Bagley. Kannst du Schengen. Ja, da müsste ich selber einen First-Round-Pick. Naja, aber Schengen hatte ich jetzt schon so oft. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Cason Wallace und Top 3 Protected. Geil. Nehme ich mit. Okay, weil es gerade viel passiert ist, für euch nochmal ganz kurz hier die Starting 5, Mitchell Robinson, Markelle Fultz, Chris Paul von der Bank und Cason Wallace. Das ist ziemlich durcheinander, aber das ist jetzt gerade eben für den aktuellen Stand vollkommen egal, weil mir geht es jetzt erstmal darum, gute Assets, gute Trade Assets, eine gute Starting 5, dass sich die Jungs entwickeln und alles andere. Wir stehen bei 41-13. Das ist komplett krank. Ich weiß nicht, was mit diesem Team gerade eben abgeht. Ich hole mit diesem Team fast 60 Siege. SGA wird der MVP. Isaiah Collier ist der Rookie of the Year. Er hat auch viele Minuten bekommen. Also ich habe ihn in die Starting 5 gepackt. James Harden ist der Sixth Man of the Year bei den Hornets. Wemby Depoy, Paolo Banchero MIP, Stephen Curry Clutch Player of the Year. Play-in simulieren. Wir müssen schon wieder ran gegen die Sixers. Lass ich die Aufstellung so? Ja, komm.
Vielleicht das Jahr. Ich habe keine Ahnung. Es reicht wirklich. Oh mein Gott. Kate Cunningham, Jaden Ivey, Azara Thompson, LeBron James ist zu den Pistons in der Offseason. Das ist ja schon wieder eine Rebuild-Challenge. Da kannst du einfach nur noch drüber schmunzeln. Wir fliegen raus gegen die Pistons. Die Pistons gehen in die Finals. Mit LeBron James. Und dann verlieren sie gegen die Blazers und der Andrew Ayton mit Finals MVP. Ey, nee, ja, das Spiel ist einfach so hilarious. Es ist so unglaublich lustig. Das kannst du niemandem erzählen. Gut, also. Ich glaube, wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Und zwar, dass sich alle nochmal einen Ticken weiterentwickeln. Jetzt geht es darum, das Team anzupassen, dass alles irgendwie ein bisschen besser auch von der Position, von den Positionen her verteilt ist. Wir haben hier den 28. Pick. Gehen rein in den NBA Draft. Gehen bis zu unserem Pick. Und brauchen den natürlich nicht. Pick kann nicht getradet werden, weil er Teil eines vorherigen Trades war. Ja, dann sind wir mit dem Draft durch. Da musste ich jetzt leider einfach alle picken, weil es gab keine Angebote. Ich nehme nur den Erstrunden-Pick mit. Paolo Banchero Team Option, Jalen Duren Team Option, Cason Wallace Team Option. Ziehe ich natürlich überall. Qualifying Offer. Nein. Ja. Ja. Und dann das Moratorium. Ich hätte genügend Geld frei, um hier mir irgendjemanden zu holen. Jason Tatum oder Donovan Mitchell. Was schon auch krass wäre, Jalen Suggs auszutauschen gegen Donovan Mitchell. Vielleicht probier ich's mal. Er stimmt zu. Aber da muss ich Jalen Suggs gehen lassen, oder? Den kann ich ja nicht auf Cap Hold halten. Wobei, der ist doch eigentlich Bird Rights Restricted. Damit wäre ich über der Gehaltsgrenze. Nee, ich muss ihn schon gehen lassen. Und Jonathan Isaac auch. Ja, das muss ich machen. Es wäre dumm, es nicht zu tun. Weil hier 9 Badges, 47 von Donovan Mitchell, also. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Willkommen in der Free Agency. Franz Wagner hat 13 Angebote. Mal schauen, ob er irgendeins davon annehmen will. Dann jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht plötzlich irgendwelche Spieler verliere, die ich gar nicht verlieren möchte. Markel Fultz, Cason Wallace, das passt. Passt. Nee, eigentlich nur Franz Wagner und dann ist es so der Kern, den ich haben möchte. Ich habe halt immer noch genügend Geld frei. Dadurch, dass Franz... Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht... Dass ich nicht zu teuer werde. Dass ich nicht am Ende hardcapped bin. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie jemand mitnehme, der zu krass gut ist. Kelly Oubre Jr., Okoro, Trey Murphy. Na gut, hier sind keine geilen Spieler mehr am Start. Patrick Williams. Bobby Portis. Miles Bridges. Jalen Johnson. Brockton wäre schon noch interessant. Oder ich nehme nochmal Chris Paul mit, um ihn nochmal als Mentor einzusetzen. Oder Davion Mitchell. Aber wahrscheinlich profitiere ich wirklich am meisten von... Wenn Franz halt einfach mal... Kriegen alle keine Angebote. Komm, ich riskier's. Nee, Cap Hold. Boah, ich hab grad Schiss.
Franz zu verlieren, das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe Bird Rights an Franz, also es müsste eigentlich kein Problem sein. Wisst ihr was, ich biete dem jetzt einfach einen Vertrag an. Komm. Jawohl, komm, Thema gegessen, abgehakt. Bevor hier am Ende noch irgendein Mist passiert und ich dann am Ende hier da sitze und sag, ja Leute, übrigens Orlando Magic Rebuild Challenge, aber ohne Franz Wagner, dann sagt ihr alle, ja Max, ciao und auf Wiedersehen, wir sehen uns in der nächsten Rebuild Challenge, hat Spaß gemacht. Nehme ich noch Jay Crowder mit, nehme ich noch TJ McConnell mit, weil die alle fürs Minimum mitgehen. Und dann sind wir so weit eigentlich durch. Das passt. Spielerentwicklung. Das ist jetzt wichtig. Paolo Mancaro geht um 3 Punkte nach oben. Franz Wagner geht um 4 Punkte hoch. Duren geht um 5 Punkte hoch. Mitchell Robinson bleibt. Collier geht um 6 Punkte hoch. Ja, und hier unten, das passt soweit alles. Ich zeige euch das ganz kurz, damit ihr seht, ich vergesse es nicht, weil deswegen habe ich ja Chris Paul auch geholt, dass er hier den Mentor gibt, auch wenn das sein letztes Jahr ist. Und dann werfen wir gemeinsam einen Blick auf mein Team und ich finde es mega cool. Jetzt auch Donovan Mitchell hier mit dabei zu haben, fühle ich sogar wirklich. Das wäre richtig geil für die Magic. Franz Wagner, Paolo Mancaro, Duren und dann die Bank, bestehend aus Cason Wallace, Chris Paul, Markelle Fultz, Mitchell Robinson. Hier muss man vielleicht noch dann irgendwann, muss ich mich noch entscheiden und muss vielleicht noch einen Flügelspieler holen. Aber von der Starting Five her sieht das jetzt gut aus. Und von den Verträgen her. Jetzt habe ich mich natürlich verklickt. Läuft aus. Verlängern wir. Hier müsste ich Bird Rights haben. Ja. Jalen Duren verlängern wir auch. Also ich bin jetzt gerade eben erstmal richtig geil abgesichert. Ich kann voll entspannt weiter durchgehen. Ja, und das ist eine Bilanz, die ich sehen will. 27-5, 28-5. Ich glaube, wir haben einfach eine sehr gute Kombination aus Offense, Defense, Isolation, Scoring, Transition Offense, Rebounding, auch durch Jalen Duren, Paolo Mancaro, das sind alles große Jungs, Franz Wagner. Wir haben jetzt natürlich mit Donovan Mitchell nochmal einen exzellenten Dreierschützen mit dazu bekommen, der auch selber kreieren kann. Wir haben eine tolle Bank mit Markelle Fultz, Cason Wallace, Chris Paul ein bisschen als Mentor. Und ja, nee, muss ich nicht. Ich bin auch entspannt, auch wenn ich jetzt in dem Jahr wieder nicht gewinnen sollte. Das läuft alles genau so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe. Und vor allen Dingen, ich habe den Kern... Ich habe übrigens Moritz Wagner, glaube ich, verloren. Fällt mir gerade eben ein. Ja, Mo habe ich verloren. Boah. Aber das war fast absehbar, dass ich Mo nicht die ganze Zeit mitziehen kann. Wir gewinnen einfach 65 Spiele auf jeden Fall. Schaffen wir 70. Magic! Beast! Ich habe ein Monster geschaffen. Und trotzdem wird Luca MVP. Du kannst mich doch mal. Cooper Flagg, Jaden Ivey, Bambi, Scoot, Luca, Jamal Mosley. Jetzt aber ist er Coach of the Year. 73-9 ist schon brutal knackig. I like it. Boah, wie ich dieses Team liebe. Boah, wie ich dieses Team liebe. Ist das geil. Ja, Mitchell Robinson habe ich gerade eben vergessen in meiner Aufzählung. Chris Paul verliere ich jetzt dann. Ja, okay, aber als Mentor ihn noch mitzunehmen, glaube ich, war die richtige Entscheidung. Und dann gehen wir rein ins Play-In und müssen rein gegen die Miami Heat. Gegen Kira Lewis Jr., gegen Josh Giddey, Jimmy Butler, Hakez Jr. und Bam Adebayo. Boah, bei denen ist ja einiges passiert, also auch kein Tyler Hero mehr. Wildes Team. 4-0. Okay. Gegen Trae Young, DeJounte Murray, AJ Green. Griffin. Bisschen in der Vergangenheit gerade gelebt. Cooper Flagg und Okongwu.
Ja, also sollte man das natürlich auch nicht unterschätzen, das Team. 4-0. Hornets mit LaMelo Ball, Brent Miller, Bojan Bogdanovic, Alexander Sarr und Mark Williams. Bin ja ein riesen Mark Williams-Fan. Ich hoffe nur in dem Fall wird Jalen Duren ihn so ein bisschen auseinandernehmen. 4-1. Luca ist der 46 Punkte im Schnitt. Okay, bei uns Paolo Banchero. Ein bisschen normaler. Jetzt müssen wir ran gegen die Mavs. Gegen Luca, Tim Hardaway Jr., Okoro, Williams, Lively the Second. Das Einzige, was passieren kann, dass Luca Collier komplett auseinandernimmt. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Und Jalen Duren wird Finals MVP. I told ya. 20 Punkte, 12,7 Rebounds, 2 Blocks und überragende 72% aus dem Feld. Wow, ich mag dieses Team. Richtig, richtig. Ich mache noch ein Jahr mit euch. Chris Paul, danke dir, Mann. Danke dir, dass du als Mentor durchgezogen hast. Geile Geschichte. Dann Hall of Fame-Neulinge. Ja, natürlich Chris Paul. Draft-Lotterie. Das spielen wir jetzt, glaube ich, keine Rolle mehr. Oder ich habe gerade keinen Plan mehr, welche Picks wir haben. Aber wir sind hier, glaube ich, gar nicht dabei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Personalverpflichtung. Jamal Mosley hat noch Vertrag, das passt. Übrigens auch die Systembeherrschung bei ihm passt sehr, sehr gut zu unserem Team. Deswegen mache ich da jetzt auch nichts. NBA Draft. Doch, ich habe schon einen Pick. Den 36. Ja, mein Gott. Ja, noch ein paar Sekunden. Ist immer so. Komm, bis zum Ende simulieren soll der CPU einfach selber machen, weil ich diese ganzen Picks sowieso nicht möchte. An wen erinnert mich dieser Typ? Dieser Gesichtsausdruck. Das ist der einzige, den ich mitnehme, weil der 4 Badges hat. Ich habe gerade keine Ahnung. Der erinnert mich, glaube ich, an irgendeinen Schauspieler oder sonst irgendwas. So, hier ist klar. Annehmen. Team Option bei den Rockies. Qualifying Offer. Yes. Wobei ich hoffe, dass wir die beiden so schnell wie möglich. Mitchell Robinson. Oh ja, das wird jetzt teuer, wenn ich die jetzt alle drei mitnehme. Auf Rechte verzichten? Bist du wahnsinnig? Warum macht er das? Natürlich nicht. Cap Hold. Es ist mein Starspieler. Ich gebe ihm jetzt einen Vertrag und dann ist Schicht im Schacht. Und Jalen Duren auch, oder? Ich gebe einfach allen drei einen Vertrag. Zustimmen. Dann ist einfach Schicht im Schacht, dann ist Ruhe. Ich muss mich nicht um irgendwas kümmern. Ob der eine dann einen Vertrag von jemand anderem bekommt und ich muss matchen, ist mir auch vollkommen egal. Wir sind nämlich sowieso super aufgestellt. Vielleicht ist Matisse noch jemand, den ich mitnehmen könnte. Ich glaube, das ist die einzige Position, wo ich sage, ich bin von der Bank nicht ganz optimal aufgestellt. Aber das war es dann auch schon. Ja. Wenn er möchte, nehme ich ihn mit. Wenn er nicht möchte, dann nehme ich ihn nicht mit. Er möchte. Tishon Tate, Dorian Finney-Smith. 5 Millionen. I don't know. Melton. Drummond. Ist billig. Kann man vielleicht auch wieder gut verwenden, um weiter zu traden. Ah, dann gehe ich doch nochmal rein. Gabe Vincent.
ziemlich billig. Gebe ich auch da mal ein Angebot ab. Und vielleicht noch bei... Ja... Grayson Allen ist noch relativ günstig. Germans. Ja, jetzt werden die anderen wahrscheinlich dann nicht mehr, genau. Jetzt geht das nicht mehr. Grayson Allen geht noch. Und alles andere ist dann egal. Die letzten drei Tage der Free Agency simulieren wir. Wir gehen rein in die Spielerentwicklung, sehen hier nochmal einen Sprung jeweils von den ganzen Rookies. Drummond fällt, spielt aber bei uns sowieso keine Rolle. Und dann geht's rein und wir werden versuchen, den Repeat zu holen. Das ist dann auch das letzte Jahr. Und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt mit den Orlando Magic. Also die Aufgabe ist sowieso schon erfüllt, mit den Orlando Magic einen Titel zu gewinnen. Cason Wallace, Matisse, das ist geil. Es ist eigentlich genau das gleiche Team wie gerade eben auch. Nur, dass ich jetzt anstatt Chris Paul habe ich jetzt halt noch einen Flügelverteidiger. Ich meine, wir haben gerade eben 73 Siege geholt. Ich glaube nicht, dass wir das toppen können. Das wäre schon ein bisschen wild. Ey, ich kriege das Grinsen einfach echt nicht aus dem Gesicht. Wie gut dieses Team funktioniert. Ich habe euch letzte Saison gar nicht die Spielerstats gezeigt, gell? Ich pflaume. Dann mache ich das jetzt schnell. Paolo Banchero, 27,2 Punkte. Franz Wagner, 26,4. 22,9 von Donovan Mitchell. Dann hast du hier auch nochmal 17,8. 8,3 Rebounds. Assists. Jetzt gerade eben drehe ich komplett durch, weil ich so euphorisch bin. Jalen Duren. Er ist mein Go-To-Guy. 14,9, 13,1, 1,2 Blocks. Markel Fultz 11,8, 3,7 Assists. Das ist eigentlich normalerweise immer einen kleinen Tick mehr. Cason Wallace gibt so ein bisschen Support von der Bank. Mitchell Robinson gibt Rebounding. Und Matisse gibt ein bisschen Defense, oder? Wo sind die Stilwerte? Oh, die sind gar nicht. Wow, krass. Donovan Mitchell hat 1,7 und Collier hat 1,5. Gehen wir weiter. Wir stehen bei 35,4. Ich glaube, mit diesem Team bin ich besser als mit dem Team, was ich bei der 82-0 Challenge hatte, wo ich mir dachte, ey, das ist so mega gut. Mit dem hole ich hier jetzt eine bessere Bilanz gefühlt. Also ich habe sowas wirklich selten gesehen. Aber selbst mit diesem Monster-Team hättest du keine Chance auf 82-0. Ich habe von euch übrigens so viele Nachrichten bekommen. So viele von euch haben es probiert und haben es auch nicht geschafft. Einige haben tatsächlich 81-1 hinbekommen. Riesenrespekt dafür. Es ist eine Mammutaufgabe. 82-0. Wir holen wieder 73-9. Und es wird wieder keiner von unserem Team MVP. Es nervt mich gerade schon leicht ein bisschen. Zumindest bekommt Jamal Mosley wieder seinen Coach of the Year. So ein Mist. Wir müssen wieder ran gegen die Miami Heat. Die hatten wir, glaube ich, gerade auch in der ersten Runde, oder? Jetzt hat sich ein bisschen was verändert. Sie haben jetzt Marcus Smart und Nikola Jovic. Bin ich jetzt gerade bescheuert? Ich glaube, wir haben doch auch in der zweiten Runde gerade eben gegen die Hornets gespielt, oder? Die haben sich noch Jamal Murray mit dazu geholt. Das ist dann schon ein spannender Backcourt. Ich liebe dieses Team. Jalen Duren, du bist so ein geiler Typ. Er ist wirklich auch ein Typ, den ich echt sehr gerne mag. Auch wenn es bei den Pistons gerade absolut scheiße läuft. 4-0. Wow. Es geht bei den Bulls ab. Warum gehen die plötzlich in die Conference Finals mit diesem Team? Oh nein, da habe ich immer Angst. Wenn so ein Team so weit kommt, dann stimmt immer irgendwas nicht. Dann ist wieder hinten dran irgendwas buggy. Aber ist schon irgendwas buggy. Sweep, 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 Caroline. Oh, oh, oh. Wir stehen in den Finals gegen, ja, SGA und die Thunder. Jetzt kommt zum Abschluss. Dann war es wieder eine geile Challenge. Jetzt bitte nicht verlieren gegen OKC. Ich weiß, OKC ist eklig. Wie sieht das Team aus? Shai Gilgeous-Alexander, Jay Johnson, Lou Dort, Matt Buzelis und Chet Holmgren.
Mir fällt gerade eben auf, ich weiß gar nicht, wie spricht man eigentlich Lou Dort seinen Vornamen aus? Lou Gwens? Lou Drance? Voll spannend, das sehe ich gerade eben das erste Mal. Ich sag immer einfach automatisch Lou Dort. Ich habe noch nie den seinen vollen Vornamen gehört. Okay, egal. 1-0. 2-0. 13-0. Sweep Caroline. Oh, oh, oh. Die Orlando Magic rasieren die Liga. Alter, wir sweepen durch die Playoffs. Oder? 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Ich muss hier aufhören. Ich weiß, der ein oder andere sagt, jetzt komm mit Max, Threepeats. Das ist zu schön. Das ist gerade eben einfach zu schön. Geiles Team. Und am Ende, ja, bin ich, glaube ich, hiermit einfach komplett zufrieden. Ich wollte am Ende einfach nur den Titel gewinnen. Das ist mir gelungen. Ich sehe gerade eben, dass meine Aufnahme irgendwie von den Farben her ein bisschen komisch aussieht. Ich hoffe, dass das... Ja, okay. Check ich gleich, wenn ich das Ganze schneide und render. Das wäre jetzt extrem traurig, wenn diese Aufnahme irgendwie verkackt wäre. Ich bin für heute durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal. Bis dahin, euer Max. Ciao.